Heute wird's richtig spannend, denn wir probieren mal was aus. Ihr seht gerade kein Dino, das liegt daran, dass ich heute ein Mensch bin. Und wir versuchen mal so zu überleben. Ich weiß halt gar nicht, ob man in Third-Person-Perspektive schalten kann. Ich glaube aber nicht. Aber man hat auch irgendwie eine Waffe, ne? Genau, jetzt habe ich eine Waffe. Ich kann damit schlagen und wahrscheinlich mit Linksklick schießen. Das mache ich jetzt aber mal nicht. Weil ich weiß halt nicht, ob das Geräusche macht. Okay, ich kann die auch so halten. Das ist interessant. Oh Mann, das kann ja was werden. Ich habe wirklich gar keinen Plan, wie das funktioniert. Auch mit der Steuerung und sowas nicht. Aber ich versuche jetzt erstmal tief in den Sumpf reinzukommen. Damit wir uns besser verstecken können vor Dinos. Weil ich glaube, das ist unsere einzige Stärke. Dass wir halt uns verstecken können, weil wir so klein sind. Ich kann mich auch hinhocken. Und auch hinlegen irgendwie. Genau. Ich glaube, dann sind wir relativ gut getarnt. Oh Gott. Wir gehen jetzt erstmal zum Wasser und testen, ob wir überhaupt trinken können. Weil wir haben auch so eine Anzeige mit Diäten. Ne, die Diäten sind tatsächlich ausgegraut, aber Essen und Trinken. Ich weiß halt nicht, was wir essen können. Aber Trinken scheint zu gehen. Sah aber sehr seltsam aus. Ich muss irgendwie auf den Rücken gelegt dafür. Aber ich bin gar nicht voll. Jetzt bin ich voll. Also es sieht echt komisch aus, das Trinken. Zumindest in meiner Perspektive. Können wir denn schwimmen? Okay, wir sind unter Wasser gerade. Also richtig auftauchen kann ich leider nicht. Aber ich komme voran. Das ist ja schon mal gut zu wissen. Ich habe ein bisschen Paranoia. Ich habe echt Angst, dass wir gleich von dem Dino gesnackt werden und ich mich total erschrecke. Wir können übrigens ohne Waffe auch komische Moves machen. Ich glaube, das ist sowas wie Schlagen, oder? Wir schlagen so nach oben. Und wir können auch treten. Das heißt, wir können einen Dino ausknocken und wenn er dann am Boden liegt, können wir nachtreten. Das ist der Plan. So werden wir ihn besiegen. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, wir werden uns eher verstecken und hoffen, dass er uns nicht sieht. Meint ihr, wir können uns im Schlamm suhlen? Das wäre ja witzig. Ne, leider nicht. Aber wir sind auf jeden Fall auch langsamer im Schlamm. Das ist auch gut zu wissen. Das heißt, es ist vielleicht nicht der beste Weg, um zu flüchten. Dann sollten wir doch lieber in die Büsche und sowas rennen. Aber ich glaube, ich muss sogar in diese Richtung da durch. Weil ich will eigentlich mitten rein in den Sumpf. Und dort sind die meisten Büsche und da kann ich mich am besten verstecken. Achso, falls ihr euch übrigens fragt, auf welchen Server ich spiele. Hier steht der Name von dem Server. Das war der, den wir beim letzten Mal auch schon ausprobiert hatten, aber der hat sehr stark geleckt. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass der heute ein bisschen besser läuft. Aber ich wusste jetzt nicht, wo man sonst den Mensch halt spielen kann. Ich habe hier vorne direkt einen Croc gehört. Will ich meinen Blick riskieren. Oh Gott, das ist sehr nah dran, oder? Das wird echt wie in so einem Horror-Game. Das könnte überall sein. In jeder Ecke. Ich kann halt auch leider gar nicht riechen, deswegen weiß ich nicht, wo welche Himmelsrichtung ist. Das macht halt die Orientierung sehr, sehr schwierig. Ich versuche einfach mal weiter in den Sumpf reinzugehen. Da ist ein Croc. Direkt vor mir auf einmal. Oh Gott. Es kommt. Ich glaube, es hat uns verfolgt. Ist auf jeden Fall noch da. Irgendwo unter dem hohen Gras. Aber ich will da eigentlich lang rennen. Wo steckst du? Ich höre halt da vorne die Schritte. Da ist es. Ich kann nicht schießen. Oh Gott, ich kann nicht schießen. Das ist schlecht. Wir rennen in den Sumpf hier rein. In den Schlamm meine ich natürlich. Ich stehe nur gerade ein bisschen unter Schock.
Da ist ganz nah. Probier nochmal zu schießen. Es kommt auf jeden Fall auf uns zu. Gott, ich glaube, der Server laggt halt einfach. Komm, wir geben dem jetzt einen Kick. Komm her. Ich bin schneller als du hier drin. Ja, das Geräusch hat sich ganz anders woanders angehört. Sind hier mehr als ein Croc? Oder ist der Server laggy? Trete es! Ich bin mutig! Jetzt hat uns auf jeden Fall auch getroffen. Ärgert mich, dass ich nicht schießen kann. Oh Gott, da kommt ein Kanu! Oh, ich glaube, ich habe das Croc getötet. Kann das sein? Wait. Habe ich das getötet? Es kann sein, dass ich das totgekickt habe, oder? Der Kahn hat mich auf jeden Fall nicht gesehen. Wir sollten jetzt verschwinden. Okay, schnell hier weg. Schleich mich mal näher ran. Will das beobachten. Da vorne frisst er. Ich hoffe, er bemerkt uns nicht. Er sammelt da auf jeden Fall in Ruhe seine Organe und sowas. Vielleicht sollten wir jetzt die Chance nutzen und abhauen. Ich glaube, das macht schon Sinn. Ich werde halt langsam auch hungrig. Und ich kann leider nicht riechen. Das heißt, ich muss auf jeden Fall meine Augen offen halten. Ich gehe einfach mal davon aus, dass wir Allesfresser sind. Wie im echten Leben halt auch. Also Fleisch und auch Pflanzen und sowas. Ja, und an der Oberfläche schwimmen können wir auf jeden Fall nicht. Das ist schon sehr seltsam. Ich gehe einfach unter wie ein Stein. Oh Gott, ich habe eine Taschenlampe. Das ist natürlich gut zu wissen. Die Nacht kommt ja gerade. Aber ich glaube, die sollte ich nicht so viel benutzen. Weil dann sehen mich die Dinos halt ganz schnell, ne? Und ganz einfach. Aber das heißt vermutlich auch, ich habe keine Nachtsicht. Oh, jetzt kriege ich ja noch mehr Horrorspiel-Vibes. Das ist ja übertrieben gruselig gerade. Oh Gott, ich packe sie lieber wieder weg. Das macht es nur schlimmer. Das ist ein Raptor. Oder was ist das? Sie will mich angreifen. Treten wir es! Ist, glaube ich, ein Throwdown oder sowas, ne? Mein Sound ist leider verbuggt. Oh, das sind mehrere. Oh nein. Oh, da wurde ich gekillt. Oh, die kamen mir aus dem Nichts. Naja, wenigstens haben wir jetzt wieder volles Essen und Trinken. Krieg schon wieder Schaden von was? Hä? Das ist ein anderer Mensch, der schießt mich ab! Warum? Okay. Das Gute ist, wir wissen jetzt auf jeden Fall, dass die Waffe Schaden macht, auch wenn sie keinen Sound hat und keine Animation. Also ich habe ja gerade Schaden bekommen. Aber ich kann nicht gleichzeitig die Taschenlampe und die Waffe benutzen. Das ist auch interessant. Gott, das macht es ja bei Nacht richtig schwierig. Ist echt schade, dass er mich abgeknallt hat, ne? Ich hätte mir gewünscht, dass wir vielleicht zu zweit rumlaufen. Das hätte ich gefeiert. Aber es scheint auch unter den Menschen hier Kannibalen zu geben. Das Ding ist, ich bin halt so gefundenes Fressen in der Nacht, weil ich einfach hier diese Taschenlampe draußen habe und jeder mich sieht. Aber ohne Taschenlampe ist es halt stockduster. Deswegen werden wir halt jetzt ein paar Mal sterben in der Nacht, denke ich. Ich hoffe ja tatsächlich darauf, dass wir irgendwie Dinosaurier finden, die friedlich sind und denen wir uns anschließen können. Ich glaube, das wäre so das Einzige, wie ich gut überleben könnte.
Gott, hier sind voll viele Sounds. Ich renne jetzt mal zu den Pflanzenfressern. Ich hoffe einfach, dass die friedlich sind. Ich glaub's aber nicht. So wie die The Isle-Spieler mal drauf sind, die töten ja alles. Ist denen ja mal ganz egal. Oh, ich hab schon attacked. Oh Gott! Hilfe! Rettet mich! Oh, die haben mich wirklich gerettet. Ihr seid die besten Dibbles. Der Raptor mich attackt, oder wer war das? Oh, ich habe meinen Rudel gefunden. Oh Gott. Das war's mit mir. Die Freude war kurz. Oh, das ist ein anderer toter Mensch. Meint ihr, ich kann den essen? Sieht gerade nicht so aus. Bin aber halt auch noch nicht hungrig. Aber ist ja schon mal kein gutes Zeichen. Oh nein. Ich will meine Taschenlampe nicht rausholen. Aber es ist so dunkel. Guckt mal, wie krass man das Licht sieht von der Taschenlampe. Oh, das ist so auffällig. Aber da unten bin ich vorhin gestorben. Also da waren meine Dibbelfreunde. Vielleicht kann ich da nochmal hinkommen. Ich muss halt aufpassen mit dem Raptor. Oh, ich glaube, die Dibbles sind noch da unten. Ich renn mal hin. Ich mache jetzt auch die Taschenlampe an, damit die wissen, dass ich es bin. Hilfe! Jungs, ich bin wieder da. Oh, das ist sogar meine Leiche. Die hier leuchtet. Und hier ist der Raptor, der mich getötet hat. Das sind doch nicht meine Freunde. Also wenn man die Waffe in der Hand hat, dann sieht man auch so eine leichte Bewegung, wenn ich abdrücke. Ich würde sagen, ich füge jetzt einfach immer so ein Schussgeräusch für euch im Schnitt ein. Damit ihr das auch mitbekommt, wenn ich schieße. Ja, ich denke, dann ist es ganz cool für euch, weil für mich ist es halt stumm. Oh, da ist ein Reh. Oh, das haben wir gewone-shottet. Wie gut. Oh, wie hell. Ich sollte die nicht anlassen. Ja, es tut mir leid, Kleines. Jetzt habe ich dich umsonst getötet. Irgendwie kann ich dich nicht essen. Auch wenn ich schon ein bisschen Hunger habe. Ich glaube, da muss ich halt Pflanzen suchen. Aber unser erster Kill mit der Waffe. Immerhin. Wenn man sich das so anguckt, sind das schon echte Horror-Game-Vibes, oder? Schon super gruselig. Hat aber irgendwie was. Ich hoffe, das wird noch besser mit den Menschen. Wenn man die auch mal vernünftig spielen kann. Bräuchten halt noch ein paar mehr Funktionen. Zumindest, dass die vielleicht untereinander kommunizieren können mit Voice Chat, das wäre cool. Da könnte man sich wenigstens absprechen. Oh, ist das schön, wenn die Sonne aufgeht. Oh. Da ist ein Stegos. Oh nein. Oh nein, Hilfe! Stegos! Bitte hilf mir! Stegos! Hilfe! Komm her! Du mieses Ding! Ich habe ihn nicht getroffen, glaube ich. Stegos, bitte verteidigt mich. Ich habe ihn gehittet. Nochmal. Und nochmal. Okay, rennt weg. Oh Gott. Stegos sind meine Barriere. Okay, doch nicht. Ich wurde soeben weggehackt. Oh Mann, oh. Guck mal, da vorne sind die Stegos. Jetzt kann ich mich rächen. Und da ist auch der Herrera. Ich sneak mich mal hier vorne in den Busch. Jetzt kommt nämlich unsere Rache. Oh.
Wo ist denn meine Waffe? Ich kriege auf jeden Fall Schaden. Die sehen mich nicht. Boah, ich kann richtig drauf bratzen. Hinterher. Dürfen nicht entkommen. Oh, das ist ein Herrera. Der hat nur auf uns gewartet. Ah, Mist. Wer hätte ihn kicken sollen oder schlagen sollen? Wahrscheinlich schon, ne? Oha, hier geht auch schon direkt Action ab. Ich glaube, hier wird gekämpft. Hier ist voll viel los. Oh, guck mal. Du kannst mich nicht kriegen. Ich bin zu schnell. Oh Gott! Oh nein! Wieso sehe ich jetzt eigentlich meine Schüsse? Das war vorher nicht, oder? Haut der ab? Gott, was ist das? Oh, ich glaube, wir haben den gut Schaden gemacht. Also ich sag euch ehrlich, das macht echt Spaß, mal Mensch zu spielen. War schon echt spannend. Aber es wäre halt cool, wenn es nicht so verbuggt wäre. Also wenn die Schusssounds vernünftig wären und vielleicht noch ein paar mehr Waffen und ja, dass man auch irgendwie looten muss oder sowas, dass man auch was zu tun hat. Vielleicht diese Menschengebäude oder so durchsuchen nach Waffen oder Zeug. Das wäre ganz cool. Ja, falls ihr nochmal den Menschen sehen wollt, schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, dass es so ist. Und falls euch das Video gefallen haben sollte, dann würde ich mich selber ein Like freuen. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.